Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Evil Within 2. Ja, beim letzten Mal ein bisschen feurig gewesen, würde ich mal sagen, das alles. Und würde jetzt mal gerne wissen, wer der Typ ist und was das hier für eine schöne Arena ist. Das sieht nämlich schon fast danach aus, als würde es hier gleich richtig rund gehen. Ich guck mal eben, haben wir alles nachgeladen. Ah, zwei Schuss. Wir haben noch einen Blitz, ne, einen Blitzbolzen. Wir haben hiervon noch ein bisschen was. Rauchbolzen, wir können also ordentlich Rauch machen. Wunderschön. Also alles in allem ist das hier nicht mehr allzu viel, was wir auf Tasche haben. Leider. Ich guck mal eben. Da wollte ich nicht hin. Ich guck mal gerade, was haben wir denn sonst noch an Wäffchen so dabei? Ja gut, das Scharfschützengewehr, aber das möchte ich eigentlich nicht benutzen. Ja, gut. Alles klar. Wir gucken mal, was hier los ist. Okay, ich dachte, hier bricht jetzt die Hölle los, aber bis jetzt ist noch alles cool. Also, offensichtlich ist hier... Ach so, hier ist Organspendetag. Ach so, jetzt verstehe ich. Alles klar. Okay, was haben wir hier? Leber im Angebot? Oder was ist das? Nee, das ist... Was ist das? Okay, es ist irgendwas mit einem Knochen drin und unten hängen Gedärme raus. Das ist sehr merkwürdig. Okay, bevor ich da hingehe, weil ich glaube, da müssen wir, hier müssen wir bestimmt irgendwas, ja, Opfergabe und so. Hier müssen wir doch bestimmt irgendwas opfern, das sieht schon so aus. So. Ich nehme aber erstmal ein bisschen was mit, ne? So, wie sieht's oben aus? Aha, ich wusste es doch, ich wusste es doch, es ist wieder irgendein Rätsel, alles klar. So, das kriegen wir wahrscheinlich nicht auf. Verschlossen. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Ja, das befürchte ich auch. So. Die Frage ist halt, sehen wir irgendwo die Reihenfolge dessen, was ich hier einstellen muss? Ich befürchte nämlich, dass ich das nicht irgendwo sehe. Aber ich gehe jetzt erstmal nach oben. Wir gucken uns oben mal um. Auf jeden Fall haben hier ein paar von den Herren schon passend Gedärme auf ihren Händen. Ich weiß nicht, ob das schon was zu bedeuten hat. Ich kann es nicht sagen. Na, hier oben ist ja auch nice. So, wir haben vier Ketten. Ich guck mal gerade, wo könnten die hingehen? Das sieht man natürlich nicht. Obwohl, doch, das könnten die Käfige sein. Und die gehen wohin? Tauchen die... Ich weiß leider noch nicht genau. Warte mal, hängen die zufällig über... Nee. Okay, wir haben vier Käfige und vier Räder. Ich weiß allerdings nicht, die Käfige sehen jetzt nicht so aus, als würden die irgendwo speziell landen, auf irgendeinem bestimmten Punkt. Der da hinten, der würde einfach mitten im Raum landen, weil ich kenne noch so ein ähnliches Rätsel. Damals mit Joseph noch, im ersten Teil, wo die Leichen oder, ja, zu ihren Opferaltären gebracht werden mussten oder wie das auch immer hieß. Was ich noch alles weiß vom ersten Teil, ne? Wahnsinn. Ah, okay, das sind gar nicht die. Ach, okay. Alles. Ja, ich sehe schon. Okay. Dann ist es doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte, wir lassen damit jetzt die Käfige hoch und runter, aber es ist tatsächlich nur das. Okay, wie verlasse ich das wieder? Mit Q. Okay, das sieht schon mal halbwegs gut aus. Ich gucke mir jetzt mal, das muss wahrscheinlich aus dem Becken ablaufen vorne rein. Ach nee, oder? Ernsthaft? Okay, wir können immer dann beide drehen. Alles klar, was dreht das hier? Natürlich die beiden, war ja klar. So, und das letzte, was dreht das? Alle, oder was? Nee, nur den. Aha, ich liebe sowas, okay. Ich drehe das jetzt erstmal so, dass es da passt. Das passt nicht. Dann muss ich ja eigentlich noch die anderen beiden so drehen, dass es passt. Dann, weil der dreht sich ja nie mit, das ist ja schon mal das Gute. So, dann ist das ja schon... Das kann ja jetzt nur richtig sein. So, und hier? Achso, nee, der dreht sich dann doch mit. Ja, scheiße. Okay, egal. Ich gucke erstmal den hier. Weil der äußere passt ja jetzt auch noch nicht. Der linke. Den müssen wir jetzt auch noch in die richtige Position drehen. Oh nein, das wird so nicht gehen. Ich weiß es jetzt schon. Oh nee, ich will das nicht schneiden müssen. So, jetzt ist das wahrscheinlich nämlich wieder... Ja, jetzt ist es wieder falsch rum, ne? Genau. Okay, ich verstehe. So, das muss quasi dann nachher so gedreht werden, dass die anderen zwei, wenn ich den verstelle oder so, genau passen. So, die Frage ist nur,
Also der muss dann 2 zurück. Das heißt, wenn ich den 2 zurück... Ja. Warte mal, der ist jetzt richtig. So, das heißt, ich kann den jetzt eigentlich schon mal wieder zurückstellen. Damit der wieder passt. Jawohl, okay. So, die Frage ist nur, was mache ich mit den beiden hier? Weil der passt ja eigentlich, deswegen. Irgendwas hat jetzt ganz komisch geklackert gerade. Ich weiß nicht, ob das schon so soll. So, das haut ja nicht hin, aber so müsste es eigentlich. Weiß ich, müsste eigentlich, warte mal, den wieder zurück. So, und jetzt den verlassen. Jetzt müssten wir den ersten wieder andersrum drehen und dann passt es doch eigentlich schon, oder? Wenn das so gedacht ist. Nee, das ist eigentlich nicht so gedacht. Aha, warte mal, der hat doch noch eine Abzweigung da oben. Halt, 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 halt. Das habe ich gar nicht gesehen. So, das heißt, der in der Mitte ist auch falsch. Der andere, der müsste andersrum, der in der Mitte. So, den nicht. Wir müssen den in der Mitte noch andersrum drehen. Der muss einmal komplett rum. Oder? Ich verstehe das. Der hat doch 2 Abzweigungen da oben dran, aber die hat er jetzt nicht. Aber jetzt passt es. Na gut, okay. Wir können ja den einen jetzt wieder richtig drehen. Ich drehe den mal richtig. So, vielleicht ist auch irgendwo hier eine Zeichnung, wo es steht, wie es sein muss. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, so stimmt's. Weil, ja. Ach nee, der linke nicht. Der linke stimmt nicht. So. Der stimmt natürlich jetzt nicht. Warte mal, den müssen wir noch richtig drehen. Und dann drehe ich den ersten wieder, also den großen vorne, den drehe ich dann wieder zurück. Das passt ja dann. So, der hier stimmte noch nicht. Aber jetzt, so, und jetzt drehen wir den ersten wieder um 180 Grad. Und dann müsste es eigentlich stimmen, oder? Vorausgesetzt diese Abzweigung da vorne. Ich traue diese Abzweigung nicht. So. Aha, also richtig. Sehr gut. Okay, ich hatte jetzt etwas Spektakuläreres erwartet, aus Gründen, aber naja. Kennt jemand noch den ersten Blade-Film? Da gibt es auch so eine ähnliche Szene, wo er sein Blut opfern muss, quasi, um diesen einen Vampir da irgendwie zu stärken, der, keine Ahnung, jede Menge Seelen aufgenommen hat. Ich habe den leider schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. So, erstmal einen Schluck trinken? Nee, lieber nicht. So. Mich interessiert eher brennend, was mich jetzt hier erwartet. Warum sollten wir das jetzt tun? Und warum ist das das Symbol vom Victoriani-Geschlecht? Ja, da ist es wieder. Schön. Ist das vielleicht der Vater? Nee, das glaube ich nicht. Es wird irgendwer sein, der schon mal mit Rubik wahrscheinlich zu tun hatte. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex? Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben Sie das. So gehen Sie mit jeder Herausforderung in Ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen.
Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste noch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt Sie in jedem Augenblick. Ich habe es Ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmere dich um die Seite. Schieß, bis die alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Oh, Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Okay, ich werde gleich auf die Sache eingehen. Ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen. Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Ich weiß nämlich nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Blei, du hässlicher Mistkerl. So, hier werden jetzt wahrscheinlich einige kommen. Wie viel Munition habe ich denn noch? Oh, nicht mehr so viele. So, ciao. Ich hoffe, ich kann mich hier wirklich nur auf das Fenster konzentrieren. Frau. Oben rechts. Einfach mal Frau. Oh, keine Ahnung, wer das ist. Hey, was ist da los? Hey, was? Die kommen hier rein? Das ist ja spitze. Ja, ja, ich komme. Ich komme. Schleichangriff? Okay, mache ich. Zu viele Male. Okay, das hätte ich wissen müssen, dass die auch hier rein können. Die ist nämlich ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay, mach okay. Schnell. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Okay, super. Wo kommen die denn jetzt? Kommen die wieder von draußen oder? Hast du genug Munition? Ja, ich hoffe. So, erstmal hier. Wow, das geht ja schon wieder gut ab hier. Vielleicht sollte ich doch mal, So, ciao. Wenn die nicht so viel rumzappeln würden immer, ne? Das ist so... Ich hasse das. So, ciao. Ciao. Okay, sehr gut. Saubere Headshots. Das ist wieder genau das, was ich will. Ich höre noch mehr von denen. Jetzt reicht's aber langsam. Du hast nicht mehr viel Leben, mein Fräulein. So, gibt's hier irgendwo ein bisschen Schrotmunition? Oh, hier kann ich noch ein Fass umtreten. Sehr gut. So, erstmal ein bisschen Barbecue machen. So, das war schon mal sehr nice. So, du müsstest eigentlich gleich umfallen, Kollege. So, danke. Oh, super. Hä? Noch mehr? Oh, ich krieg hier irgendwie nur Scheiße. Entschuldigung, also ich hätte mal gern ein bisschen... Ah, von da. Ich hätte mal gerne einen. Oh, Lass sie in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jetzt darf ich mal wieder bitte. Danke. Heute nicht, du Penner.
So. Ich glaube, hier war aber irgendwo noch eine. Okay, treten. Ja, komm, ich wollte treten. Ging nicht. Scheiße. So, kann ich dich heilen? Mist, ich kann sie nicht heilen. Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Ich will es gar nicht wissen. Vorsicht! Oh, was ist da? Oh nein. Was ist das für Dinger? Egal, töte sie einfach. Nee, oder? Alter, er ist ernsthaft jetzt? Okay, das lebt noch. Scheiße. Oh, Gottes Willen. Ernsthaft, das kommen die auch noch? Ich glaube, das sind die letzten. Oh. Leute, das wäre fast schief gegangen. Heilige Scheiße. Ich hatte aber auch keine Schrotmuni mehr. Echt gemein. Los, wir müssen weiter. Ja, ich würde dich erstmal gerne. Jetzt ist er wieder gesund. Ja, na klar, natürlich. Jetzt ist sie wieder gesund. Was? Okay, warte. Wir gehen sofort weiter. Ich will erstmal kurz noch ein bisschen Muni einsammeln. Hier liegt ja Gott sei Dank einiges rum. So, das, hallo? Ah, jetzt. So, müssen wir uns heilen? Nee, müssen wir nicht. Okay, ich behalte das erstmal. Raus können wir nicht. Ei, was war das gerade für eine Szene? Also jetzt auch mit dem Vater Theodore. Ich bin gerade erstmal noch komplett geflasht. Er will jetzt irgendwie, dass wir seiner Gemeinde beitreten. Und dann wachen wir hier in diesem Haus auf. Warum? Wie sind wir hier hingekommen? So, Fräulein, wer bist du denn? Wäre schön, wenn du dich gleich mal vorstellst. Ich nehme erstmal natürlich alles mit. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Soll das etwa... was du brauchst. Ich warte hier. Soll das etwa heißen, dass... Ja. Soll das etwa heißen, die haben noch mehr Leute hier reingeschickt? Vor allem nimm dir, was du brauchst. Hier liegt ja nichts mehr rum. Ich dachte schon. Haben die etwa noch mehr Leute hier reingeschickt? Esmeralda Torres. Hm. Ja gut, noch ein freundliches Gesicht habe ich gerade freigeschaltet als Achievement. Gut, dann hoffen wir mal, dass die Gute wirklich auf unserer Seite ist und nicht die Böse. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment. Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Was? Hä? Warte kurz. Was ist? Okay, Moment. Wie jetzt... Kidman hat sie geschickt? Ich dachte, Kidman hat keine Freunde. nee, abgesehen davon kann das ja dann nur eine inoffizielle Mission sein, weil Kidman sitzt ja sozusagen direkt bei Mobius vor der Haustür oder im Gebäude. Ja, das würde dem Man in Black bestimmt nicht gefallen, wenn sie jetzt auf einmal auf den Trichter käme. Ja, wir schalten Mobius dann für immer aus und du hilfst dem jetzt mal. Du gehst jetzt da rein. Wie hat die das geschafft, die hier reinzuschleusen, ohne dass Mobius das mitbekommen hat? Das stinkt doch zum Himmel. Irgendwas ist hier faul. Irgendwer spielt hier ein ganz mieses Spiel mit uns. Also wirklich. Ich weiß hier echt noch nicht, wem ich vertrauen soll oder wem nicht. Das ist so mies einfach. Ich vertraue weder einem der geretteten Teammitglieder von dem Team, also ne, von den Mobius Operatives, von denen traue ich keinem. Noch traue ich ihr, noch Kidman, gar keinem. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil desto weniger werde ich am Ende enttäuscht. Achso. Okay, ich will mal gerade gucken, wo wir hier sind eigentlich. So, das ist jetzt Kapitel 10, versteckt im Stem, Folge daraus zum Unterschlupf. Union Landschaftsschutzgebiet. Okay, es ist nicht sehr groß und es geht auch wirklich nur bis hier runter. Ja, naja. Okay, da kommt schon noch ein bisschen was, aber da ist erstmal wieder ein bisschen was los. Und hier ist noch Muni. Aber wir haben das erste Mal, glaube ich, seit langem wieder die Munition voll. Das finde ich gerade ein bisschen schade, dass ich nichts mehr mitnehmen kann. Aber gut, egal.
So, so sieht ein Landschaftsschutzgebiet auch immer aus. Kennt man ja. So, das nehme ich auch noch mit. Vielen Dank. Waffenteile, ja, ich müsste noch ein paar mehr haben. Es wird ja leider Gottes immer wieder etwas teurer. So, wo geht's hier hin? Das sieht so aus, als könnte man da hin. Aber vielleicht kommen wir da später noch hin. Aber vielleicht kommt man da von der anderen Seite hin. Warte mal, ich gucke schon wieder zu viel. Ich weiß, aber... ich möchte gerne wissen, wo es da hingeht. Oh, was? Achso. Weil es sah so aus, als könnte man da von der anderen Seite... aber nee, ich glaube... schade. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, man könnte da irgendwie hin. Aber offensichtlich nicht. Und hier ist noch ein umgestürzter Trailer. Ne, der ist nicht umgestürzt. Aber hier können wir auch nicht rein, ne? Okay, dann gucken wir mal, was die gute Lieutenant Torres... nein, natürlich nicht von Voyager, aber was Scheiße. Torres möchte. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Ah, ich glaube, jetzt müssen wir dahin, wo... euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Bin schon da. Okay, also ist sie inoffiziell hier. Die Mobius-Leute wissen da offensichtlich nichts von. Vorsicht gesprochen. So, was? Ja, bin da. Und jetzt kann ich das hier kaputt machen? Nein. Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay. Ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich schieb helfen. Schieb den Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Okay, das, lustig, das macht jetzt wieder Sinn. Wenn... ja, okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, doch einen Plan, wie das hier... auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. ...gewesen sein könnte. Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Okay, das wird immer merkwürdiger. Warum sollte Mobius... also gut, Lily entführen, okay, die haben sie entführt wegen dem Kern, wegen der Kerngeschichte hier. Okay, komme ich mit. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Myra hat rausbekommen, dass Mobius Lily hat. Dann bewirbt sie sich da zum Vorstellungsgespräch, sagt, hey Leute, ihr habt meine Tochter, aber ich möchte trotzdem bei euch mitmachen. Okay, das wird sie so nicht gesagt haben. Aber Mobius geht dann hin und stellt Myra ein, obwohl sie weiß, also Mobius, die Organisation, weiß, dass Myra die Mutter von Lily ist. Also gehe ich mal von aus. Und stellt die trotzdem ein. Warum? Ja gut, dass sie dann eventuell doch Mobius infiltrieren wollte. Alles klar. Beziehungsweise, ja, und dass sie dann Sebastian das so gesagt hat. Das gibt jetzt schon wieder Sinn. Aber warum Mobius die offensichtliche Mutter einfach so einstellt, obwohl sie doch weiß, dass es die Mutter von Lily ist. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Momentan noch nicht. Ansonsten macht das jetzt wieder so ein bisschen Sinn. Ein bisschen zumindest. Okay, weiter geht's.